Sie möchten wissen, ob Ihr Gesicht oval, quadratisch oder diamantförmig ist? Lassen Sie es uns gemeinsam testen und eine Brille oder Sonnenbrille für Sie finden, die perfekt zu Ihrer Gesichtsform passt. Bei der Messung sollten Sie auf 4 Faktoren achten: Ihre Gesichtslänge vom Haaransatz bis zum Kinn, die Breite Ihrer Wangenknochen, die Breite Ihrer Stirn und die Breite Ihres Kiefers. Ovale Gesichter gelten als besonders symmetrisch. Sie haben wahrscheinlich ein ovales Gesicht, wenn Ihr Gesicht länger ist, als es breit ist und Ihre Wangenknochen ungefähr genauso breit sind wie Ihre Stirn. Trifft das auf Sie zu? Glückwunsch! Fast alle Brillen stehen Ihnen, vor allem quadratische, rechteckige und Pilotenbrillen sehen besonders gut an Ihnen aus. Im Vergleich zu ovalen Gesichtern sind runde Gesichter etwas kürzer und ihre Kanten sind weicher. Wenn Ihr Gesicht ungefähr genauso breit wie lang ist, haben Sie ein wunderschönes rundes Gesicht. Und welche Fassungen und Gläser schmeicheln runden Gesichtern am meisten? Rechteckige, quadratische und Oversized-Brillen. Das Gegenteil von runden Gesichtern sind quadratische Gesichter. Diese haben sehr markante Proportionen. Obwohl quadratische Gesichter genauso breit wie lang sind, sind ihre Kanten viel eckiger. Wenn Sie glauben, dass Sie ein quadratisches Gesicht haben, empfehlen wir runde, ovale oder Cat-Eye-Brillen und Sonnenbrillen, um Ihrem Gesicht eine gewisse Rundheit zu verleihen. Kommen wir nun zu den diamantförmigen Gesichtern. Diese zeichnen sich durch 3 Merkmale aus. Diamantförmige Gesichter sind länger, als sie breit sind, die Stirn und das Kinn sind schmaler als die Wangenknochen und das Kinn ist spitz. Dank ihrer wunderschön akzentuierten Wangenknochen sieht ihre diamantene Gesichtsform mit verschiedenen Arten von Brillen großartig aus. Wir empfehlen Ihnen runde, rechteckige und Cat-Eye-Brillen und Sonnenbrillen. Diese Gesichtsform ähnelt tatsächlich einem Herz. Das liegt daran, dass herzförmige Gesichter länger als breit und ihre Stirn- und Wangenknochen breiter als der Kiefer sind. Dadurch erhält das Gesicht einen herzförmigen Charakter. Runde und rechteckige Fassungen und Gläser heben diese Gesichtsform ganz klar hervor. Abschließend möchten wir Ihnen noch das dreieckige Gesicht vorstellen. Dieses Gesicht ähnelt einer dreieckigen Gesichtsform, da die Wangenknochen breiter als der Kiefer sind und die Stirn im Vergleich zu anderen Gesichtsformen eher schmal ist. Rechteckige und Oversized-Fassungen schmeicheln ihrer markanten Gesichtsform am meisten. Sie sind sich immer noch nicht sicher, welche Gesichtsform Sie haben? Lesen Sie unsere Ratgeber und finden Sie viele weitere Informationen zu Brillenformen, Brillengläsern und Trends.